Gut, na dann können wir uns doch jetzt das Dokument unterzeichnen. Na, Dr. Marcells Unterschrift. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Unterschriebenes Formular. Jetzt kommen wir zur Programmierergruppentherapie. Speichern ist wichtig. So, das ist auf der anderen Seite. Nee, da muss ich nicht durchs Wäschelüftsystem, kann ich zu Fuß hinlaufen. Muss trotzdem auf der anderen Seite. Hier entlang. Da entlang. Gut. Wir haben ein unterschriebenes Formular. Jetzt können wir teilnehmen. Jetzt werden wir nicht wieder sofort rausgeschmissen. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da Okay, hier kann ich nicht sprachen, speichern. sind die. Okay, das haben wir uns am Ja, Anfang schon bekommen Sie. gehört. So Das hier jetzt. ist die. Wenn Sie keine. Ich habe eine Ich habe unterschriebene eine Anmeldung. unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? Wir setzen uns zu den anderen. So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Aber unbedingt. Ja, es kann losgehen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss. Hallo, Gruppe. Und schneller speichern. Ich bin Flatula Buselgarn. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Oh, Ah, den was ist mit Edna Kühlschrank. passiert? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Edna Was ist für eine Farbe verschwunden. hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? Wenn es ein Dusch gewesen wäre. Eierschale? Eierschale. So. Der Edna Fall ist die ist klar. Unsichtbare. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht Ach was. mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Oh, Ha, okay. wer braucht die schon? Wurden rausgeschmissen. Ja. Bisher ist es noch nicht abgestürzt. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Aber unbedingt. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Versuchen wir es nochmal. Diesmal versuche ich die Wahrheit zu sagen. Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ja. Ich verstehe. Das Kommen wir zur entspricht der nächsten Wahrheit, soweit Frage. ich weiß. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Mokka-Oktarin getupft. Mokka-Oktarin getupft. Das So, klingt nach so. der Wahrheit. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Ach Märchen. komm. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Also Eierschale oder was? Pa, wer Das braucht die kann ich schon? doch nicht wissen. Gut, wir setzen uns 30.000 nochmal. Zeilen. Alleine im Sehr Ja, interessant, okay. aber war. Ja, bitte. Darum bin ich hier. Sehr gut. So. Wären Sie doch bitte. Was denn? So, ich bin Flatula Ich bin Buselgarn. Flatula Buselgarn. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte. Und ich wurde im Kleinen Wurde immer gesperrt. im Keller. Im Keller. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine. Mokka Oktarin getupft. Die Option hatten wir noch Mokka. nicht. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir, wenn Sie nicht. Sie sollten jetzt. Okay, so kommen wir auch nicht weiter. Wer braucht die Ausgesperrt. schon?
Ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Das würde ich Ihnen gerne abbrechen, dieses Let's Play. Aber ich habe auch keinen Bock jetzt hier mehr. 30.000 ja, wir sind jetzt. Alleine im ersten. Sehr interessant. Aber Zirkus. Wollen Sie sich noch einmal zu? Zirkus, ja. Wir sind jetzt circa bei. Ja, vielleicht bei der Hälfte. Also, wir werden noch einiges hier zu tun haben. Also, einiges Dienst werden wir noch brauchen. Deshalb, also insofern. Darum bin ich hier. Sehr gut. Sehe ich da keine Zukunft für. Zu den anderen, ja? Eventuell muss das Spiel nochmal neu installieren, aber. Ich weiß auch nicht, ob das dann. Na gut. Ob der Spielstand dann noch behalten wird. Behältst das dich. Also, das muss mir mal irgendjemand mal sagen. Also, wenn gerade jemand im Stream dabei ist, der mir das sagen kann. Ich bin Edna. Ja, ich. Erzählen Sie. Wenn ich das Spiel deinstalliere und neu installiere, hat er sich dann die Spielstände gemerkt oder ist das dann. Die Azteken haben. Du musst das dann nochmal spielen. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? Ein Dorsch, aha. Der Dorsch hat Eierschale. Eierschale? Eierschale. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Ich erzähle die ganze Zeit Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Aha. Sie sollten jetzt lieber gehen. Sie wird hier ständig rausgeschmissen. Auch die schon. Gut, ja. Ich komme nicht weiter. Wie ist denn die Lösung? 30.000. Sehr interessant. Aber ja, bitte, wollen Sie sich. Nein, ich habe mich nur verlaufen. Dann muss ich Sie bitten, uns wieder allein zu lassen. Das ist wohl besser für alle Beteiligten. Ha, der braucht die schon. Okay, wir haben den Zettel hier, aber damit kommen wir nicht weiter. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie ein. Ja, bitte. Wollen Sie sich. Die Fragen sind scheinbar alle falsch. Darum bin ich hier. Sehr gut. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Tja, hier kommen wir auch nicht weiter. Da brauchen wir vielleicht noch irgendwas. Da brauchen wir. Ja, Flatuta. Ja, das ist. Ich bin Flatula Buselgarn. Das bringt uns nicht weiter. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer im Keller. Kommen wir zu. Was für. Mokka Oktarin getupft. Mokka Oktarin getupft. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Sie sollten jetzt lieber gehen. Ha, er braucht die schon. Ausgesperrt. Das hilft uns die Unterschrift wenig. Ja, irgendwo müssen wir noch was einsammeln, was uns da weiterhilft. Ich habe auch schon so eine Idee, was. Aber wie ich drankomme, weiß ich nicht. So rein theoretisch müsste ich dort im Aktenzimmer dort unten im Keller noch was zu finden haben. Hier unten in meinen Akten. Geh mal die Treppe runter.
Das ist eine extra Aktion, die man anwählen muss. Mit den Akten müssen wir irgendwas reden. Ich speichere erstmal noch. Gut. Die Akten. Sind das alles Krankenakten? Ja. Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Können wir irgendwie... Die sind so langweilig, da will ich mir gar nichts zu einfallen lassen. Akten, 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 Akten. Können wir wirklich nicht benutzen? Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Ja, du suchst nach Informationen, die du in der Therapie benutzen kannst. Tja. Die sind so langweilig. Ja, die Akten sind langweilig, ich weiß. Hey, Party-Piep! Ja. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Das weiß ich selbst nicht so ganz. Die sind so langweilig, da will ich mir gar nichts zu einfallen lassen. Wir müssen doch hier die Akten lesen können, oder? Akten, 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 Akten. Was hältst du davon, Harvey? Langweilig. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas Wesentliches, was mir jetzt... Tja, irgendwas vermeidet es jetzt, dass ich hier die Akten lese. Das sind zu viele. Ich weiß nicht, wo ich mit der Verwüstung anfangen soll. In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar seine Steuererklärung. Rein theoretisch müssten wir jetzt hier die Akten lesen. Können wir aber nicht. Tja. Sag nicht. Ach was. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Und ich formuliere die ganze Zeit hier. Von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an. Der Mann im Bienenkostüm, Adrian, Trommelbecher, Peter, Roti. Fangen wir doch mal bei dem Mann im Bienenkostüm an. Ach, und jetzt geht's dorthin, wo... Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Alles klar, wir brauchen erstmal ein Register. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Oh Mann, das müssen wir uns jetzt merken. Das müssen wir uns die Sachen hier, die mit dem Wort als erstes ausgewählt, das schwarze Pony und so weiter, müssen wir uns jetzt merken. Damit wir jetzt da reinkommen. Oh Mann. So. Ich bin auf der Flucht und nicht beim Umzug. Ich verstehe. Benutzen. So, nehmen. König Adrian. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Okay. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Aha, als zweites, rote Katze. Versuchen wir das jetzt alles zu merken. Und der andere hat ein schwarzes Pferd oder. Oh, Kacke. Ich
Ich hab's ja aufgenommen. Also ich nehme es ja jetzt auf, das ist jetzt nicht das Problem. Könnte ich es mir nachher noch angucken und dann im nächsten Stream dann einfach mir dann aufs Screen aufschreiben und dann. Das soll eine Krankenakte sein? Und das soll man sich merken. Zitiere. Name: Droggelbecher. Erstes Haustier: ein grüner Hund. Besonderheiten: wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Adrian, also ich glaube, Adrian könnte das Wichtigste sein. Von dem braucht man die Medaille. Das ist ja das, von dem. Das ist ja hier die tragende Rolle. Adrian hat eine rote Katze und wurde als drittes ausgewählt. Und jetzt zweites. Im Sportunterricht. Nehmen. König Adrian. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name: Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier: eine rote Katze. Eine rote Katze, wie auch immer das funktionieren soll. Ja, gut, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Als zweites ausgewählt und eine rothaarige Katze. Okay. Ruti, kein Akte einsehen. Peter und Ruti könnte man noch angucken, aber. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name: ich glaube, Adrian ist Peter. Jetzt am wichtigsten. Ich merke mir erstmal das. Haustier: ein blauer Goldfisch. Besonderheiten: wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ich merke mir jetzt erstmal Adrian mit der roten Katze und als zweiter ausgewählt. Das ist jetzt, glaube ich, am wichtigsten. Das lassen wir jetzt erstmal. Das merke ich mir jetzt alles andere. So viel kann ich mir nicht mehr. Müssen wir zur Not nochmal runtergehen, falls wir was anderes brauchen. Das Game muss erstmal als Adrian los. Letztendlich hat der ja die Medaille, die wir brauchen, um den Schlüssel zu bekommen. Das müssen wir dann letztendlich einschmelzen und hier als goldenen Generalschlüssel bekommen. Schon mal leicht gespoilert hier. Und das ist ja die. Spiel ist schon alt, ich kenne das Spiel, das ist ja die Lösung. Der Adrian hat ja seine Medaille und von dem auch mal den Schlüssel und das ist Adrian jetzt hier die wesentliche Figur. Als anderes eigentlich erstmal. Nein, wir müssen nach unten. Bei der Gelegenheit speichern. Das wäre mal nicht schlecht. Ist bisher noch nicht, ist gerade nichts mehr passiert, aber kann ja jeden Moment. Jetzt haben wir es die Akten gut, jetzt haben wir das Wissen. So. Jetzt können wir hier vielleicht ein bisschen mehr sagen. Als Edna Konrad und Flatula Dingens. Flatulanzia. So, ich darum bin hier. Sehr gut. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. So, jetzt muss ich mich vorstellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Ah, okay, jetzt haben wir viel mehr Optionen. So, ich bin König Adrian. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Eine Anekdote aus meiner Jugend. Ich wurde mal als zweites ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Scheinbar weiß sie das so gut. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich merke, dass was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Was? Ich hatte nur eine Katze. Rot. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit. Ja, das ist doch ein Imperium. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Okay. Hatte doch eine rote Katze und wurde als zweites ausgewählt. Was? Okay. 30.000 Zeilen. Alle. Sehr interessant. Ja, bitte, wollen Sie sich. Ich will mich nochmal setzen. Warum bin ich hier? Sehr gut. Wären Sie. Was denn? Wir müssen die Wahrheit sagen. Ich bin Adrian. Ich erzählen. Adrian. Hm.
Als zweites wurde ich ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als zwar kommen wir zu. Was für eine Farbe Hund, hätte das Ihr ist Haustier, so wenn es ein Hund gewesen wäre? Rot ist es nicht. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Ach komm schon. Sie erzählen mir das die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mit ab, die sollten jetzt. Jetzt werde ich wieder rausgeworfen. Ha, wer braucht die schon? Brauchen wir noch eine Akte davon oder was? Wie ist jetzt so? Ich glaube, ich hole mir noch die letzte Akte. Einige Optionen waren ja noch nicht da, das habe ich ja noch gesehen. Das war ja. Den Hut hier haben wir, glaube ich, noch nicht da, haben wir noch die Option noch nicht auswählen können. Vielleicht müssen wir das so ein bisschen kombinieren. Aber wie? Oh, das wird jetzt hier ein Spaß. Die richtigen Kombinationen zu finden. Gut, hier nehmen. Peter hat nur schon den Hut, die Akte müssen wir noch mitnehmen. Ganz hinten. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Okay, ja, und die Informationen können wir jetzt verwenden, oder was? Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Das weißt du ja. Ich wollte gerade sagen, mach's nicht aus. Das wäre lustig gewesen. Das können wir jetzt nochmal machen können. Die Option haben wir hier. Gut, hinauf mit dir, Edna. Versuchen wir es hier nochmal. Also, wir müssen uns auf jeden Fall zu Adrian ausgeben. Also wir brauchen ja die Medaille. Das ist ja das Logische. Gerade nochmal speichern. Im letzten Slot können wir die anderen überspeichern. So, hier ist ja hier gleich drüben. Ab in die Therapie. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Optionen damit, was wir auswählen können. So, ich will mich nochmal hier hinsetzen. 30. Darum bin ich sehr gut. Da wären sie doch bitte sofort. Was zu sagen, aber erst müssen wir. So, ich bin Adrian. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus meiner Kindheit. Gut, sorry. Ich wurde ja als zweites eigentlich immer. Ich wurde beim Sportunterricht immer als letzter ausgewählt. Als letzter. Ich verstehe. Das kann ich bei Adrian glauben. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, Pony? Wieso jetzt wenn auf einmal es ein Pony? Pony gewesen wäre? Ein Pony. Das hat man jetzt noch gar kein. Das ist, Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand ein blaues Pony haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Ich bin geheilt. Ja. Großartig. Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Ja klar, ich bin geheilt. So, wir wollen uns hier nochmal Punkte anhören. 30.000. Sehr interessant. Aber ja, bitte, wollen Sie. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzufliegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus, die man von mir schießt. Manchmal ist da irgendwie so ein schmieriger Film drüber.
Fotos von mir gemacht. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Aetna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Aetna gearbeitet haben, bevor Dedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead Programmer bei Dedelic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Ich habe es abgebrochen. Ich wollte nur schnell speichern. Das hielt ich für wichtig. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie okay, für ja, Spiele. Okay, wir können das jetzt wiederholen, aber... Ja, nein, gut, das lassen wir jetzt. Nur verlaufen. Dann muss ich Sie bitten, uns wieder... Das ist wohl... Das nochmal von vorne, das kriegen wir jetzt nicht hin. Ha, wer braucht die schon? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Gutachten für Adrian, was auch immer das jetzt bringen soll. Ja. Okay. Vielleicht können wir Adrian jetzt dazu überreden, uns die Medaille zu. Vielleicht wollen wir den jetzt. Ja. Okay. Zu Adrian gehe ich jetzt noch nicht. Zum Wäschelift will ich. Da ging es hier entlang. Läuft doch jetzt ganz gut. Sag's nicht zu Not, sondern sonst geht's wieder sterben. Nee, warte, wie komme ich denn? Komme ich denn jetzt zum Wäschelift-System? Zur Not einfach auf diese Seite. Oh oh. Hey, die Ashley. Der sperrt uns jetzt in den. Ich habe eine Sonde. Immer der Doktor kommt. Ach komm schon. Wie war das jetzt? Haben wir das schon abgespeichert oder? Ich bin verwirrt. Also, Herr Mant, den müssen wir jetzt noch erstmal dreckig machen. Das war jetzt auch nur die Mission von heute, die wir erledigen wollten. Wie kommen wir denn zum Hermante? Jetzt habe ich das wieder verdrängt. Hier rüber wahrscheinlich. Die Treppe runter. Ja, hier können wir zum Wäschelift-System. So, wir brauchen erstmal noch den ersten Haken, das ist die Mission. Und dann haben wir Haken Nummer 2. Der bringt uns zwar auch durchs Wäschelift-System, aber... Das sieht gefährlich aus. Egal. Ah ja, da ist der Mantel noch, der Herr Mantel. Ketchup. Senf. Ich habe ihn genug geärgert. Ah, okay. Da kommt der nächste Ausgang. So, geh mal speichern. Speichern ist wichtig. So, Herr Mantel ist jetzt weg. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Der ist dort drüben. Und wäscht sich. Das hatten wir heute schon. Da kommt der nächste Ausgang. Ein Ausgang weiter müssten wir noch. So, und hier. Los ein. Geht's. Weiter durchs Wäschelift-System. Und dann gleich mal sofort abspeichern. Da kommt der nächste Ausgang. Gut, runter hier und schnell mal Speicherung. Großartig. So, hier der Haken. Der hängt da noch. Nehmen wir ihn mit. Haken Nummer 1. Jetzt haben wir Haken Nummer 1 und jetzt können wir den Haken Nummer 2 an die Wühlmaus dort unter Tage geben. So, hier müssen wir rein. Hier. Ich glaube, hier müssen wir. Ja. Zack, in die Ecke. Da unten ist doch der Uri Geller. Den Löffeln. Geh jetzt so noch. Hier, kannst du Nummer 2 haben. Hallo?
Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll nicht. Ein Löffel sein? Eigentlich nicht. Dann habe ich dafür auch keine Verwendung. Hm. Ich brauche einen Löffel, um einen Tunnel zu graben. Und für meine Taco-Flakes. Das ständige Gegrabe macht ganz schön hungrig. Ich dachte, wir können ihm jetzt hier einfach die... Wir können jetzt ihm den Kleiderhaken schenken. Und dann gibt er uns, ja, vielleicht einen Löffel, mit dem wir uns rausgraben können oder so. Ich weiß nicht. Na gut, einen Löffel braucht er. Okay. Tja. Nee. Ach, leck mich doch. So. Ja gut, ein Schritt weiter an dem Schlüssel nach draußen. Jo, dann würde ich das auch gleich mal beenden hier in den Stream. Viel weiter kommen jetzt ja auch nicht. Aufenthaltsraum. Zwei genießt sich gerade die komplette Lösung auf. Durch. So verzweifelt. Oh oh. Hey, die ist. Ich habe eine Sonder. Immer die der Doktor. Ja, gut. Ich speichere hier mal schnell ab. Ach ja, stimmt, da war ja was. Na gut. Da mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Nächsten Aufnahme. Dann spiele ich hier nochmal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht. Vielleicht versuche ich das mal neu zu installieren. Ich weiß nicht. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich dachte, dass vielleicht, wenn ich jetzt das neue installiere, dann. Ich will halt nicht nochmal von ganz von vorne machen. Also wenn ich dann die Daten, Speicherdaten verliere. Ja, ist blöd mit den Hängern. Aber da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Gut. Ich beende das an dieser Stelle. Wir sehen uns. Nächstes Wochenende. Im nächsten Stream. Danke für alle, die zugeschaut haben. Zugehört haben. Gut. Ich hoffe, euch hat der Stream, der Part gefallen. Ich wechsle hier mal gerade zum Wartraum. Macht's gut.